Samstag. Der Sommer meint es gut mit uns. Gestern, heute, morgen. Es wird ein wunderschönes Wochenende. Die zweiten Mainzer Sommerlichter 2017 mit Antenne Mainz. Ich bin Doppel-Daisy. Heute Abend zünden wir zusammen das große Feuerwerk. In Mainz sind Ende Juli 2017 die zweiten Mainzer Sommerlichter gefeiert worden. An drei Tagen wurde am Mainzer Rheinufer, dem Kasteller Museumsufer sowie auf den Schiffen ein großes Rahmenprogramm geboten. An Land gab es auf zwei Bühnen Auftritte von regionalen und überregional bekannten Künstlern. Auf der Antenne Mainz Bühne haben sich unter anderem Stefanie Heinzmann, The Bump Sharks, die Heavy Tones und Brothers in Arms präsentiert. Bei sommerlichen Temperaturen wurde an allen drei Tagen bis in die Nacht gefeiert. Ein Highlight an dem Samstag war The Bump Sharks auf der großen Antenne Mainz Bühne. So unterhaltsam wie das Musikprogramm war, ging es auch in dem anschließenden Interview weiter. Na, das Problem ist, wir können nichts. Also ich bin Schwein. Nein, das Problem ist... Nein, unser Geheimrezept ist, dass wir nichts können, aber es merkt keiner. Das finde ich halt immer sehr geil. Und ich glaube, die Show, die wir bieten, ist in Deutschland wahrscheinlich, vielleicht, keine Ahnung, einmalig, weil wir... Nichts können. Nichts können. Kannst du denen Leuten gerade nochmal sagen, dass ich Schwein bin? Ja. Genau. Danke, das ist eine ganz wichtige Information. Die Band verbindet Comedy und Gesang auf der Bühne, was ihnen unter anderem schon Auftritte bei Rock am Ring, Rock im Park oder, wie sie es selbst ausdrücken, in Schlachtereien eingebracht haben. Naja, wir spielen meistens nur in Metzgereien, wegen dem Schwein. Also, ja, genau. Also ich spiele ganz oft in so Großschlachtereien, spielen wir sehr gerne, weil der Bad fühlt sich da auch sehr heimisch. Und das Problem ist, wir haben dem Bad schon 4-5 Bolzenschüsse gesetzt, aber der verreckt die Sau. Das ist zum Kotze. Der verreckt nicht, das ist zum Kotze. Das ist zum Kotze. Und ja, was heißt bundesweit? Also bundesweit heißt für uns Mainz und dann spielen wir danach in Mainz und dann spielen wir nochmal in Mainz. Aber wenn wir das... Wir sind auch in Hechtsheim. Ja, und wir sind auch in Hechtsheim, aber Wiesbaden geht nicht. Nee, Wiesbaden geht gar nicht, aber wir spielen in Speyer? Ja.
Weißt du, das Problem ist, wenn die alle so schlau wären wie ich, wären wir ganz weit vorne. Aber die sind halt alle so unfassbar dumm. Wir können ja gar nicht bundesweit spielen, weil wir den Weg gar nicht finden würden. Sag mal, wann brichst du eigentlich Hochdeutsch, du Vollidiot? Weil wir den Weg gar nicht finden können. Hör doch mit der Hochdeutsch-Scheiße auf, du bist ein Vollidiot. Du kommst aus Fickebach bei Roggehause. Weil dieses Hochdeutsch, weil wir den Weg nicht gefunden haben, da könnte ich kotzen. Ja. The Bump Sharks sind auch den Mainzer Fußballfans ein Begriff. Unter anderem sind Lieder wie Wir alle sind Mainzer, Mehr als ein Mainzer und Steht auf, wenn ihr Mainzer seid von der Band. Ja, ich meine, Mainz ist schon eine besondere Stadt, muss man dazu sagen. Und die Mainzer haben natürlich, sag mal, kannst du mal deine scheiß Banane weggehen, du störst total, ehrlich. Oder, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Oder komm mit aufs Bild, komm ins Bild, komm mit deiner scheiß Banane, komm ins Bild. Ja, weil das geht gar nicht. Dann stell dich dazu mit der scheiß Banane, ja, und stell dich zum Schwein, weil das nervt voll. Ja, Bruder, esse Schwein. Nein, also ich meine, Mainz ist natürlich eine besondere Stadt. Also die Mainzer haben natürlich was die Wiesbadener gar nicht haben oder sowas, so ein Selbstverständnis als Mainzer. Und wir kamen einfach dazu, weil wir den Song geschrieben haben, Steht auf, wenn ihr Mainzer seid. Der heißt eigentlich Steh auf, Mainz ist auch scheißegal. Und den haben wir geschrieben, weil das sollte unsere letzte Nummer auf dem Konzert sein, wie heute Abend auch. Und dann kam 1&5 auf uns zu und sagte, können wir den haben? Und dann haben wir den quasi gegeben, weil das ist ja auch unser Fußballverein. Holger hat's Maul jetzt. Und weil der kommt aus Frankfurt, der Wichser. Aber egal. Und, komm, natürlich. Holger ist ein gebürtiger Mainzer. Holger ist ein echter Mainzer. Und dann hat uns Christian Heidel, der war damals, was war der eigentlich, Christian Heidel? Der war mein Manager, hat gesagt: Hör mal zu, was uns total auf den Sack geht, dass die anderen Fans immer singen, ihr seid nur ein Karnevalsverein. Und könnt ihr das nicht rumdrehen? Und daraufhin haben wir den Song geschrieben, Wir sind nur ein Karnevalsverein, also quasi wie so eine Selbstverarschung. Die weiteren Titel, die unter anderem für den FSV Mainz 05 entstanden sind, haben die Band nochmals bekannter gemacht. Ausschlaggebend für den Erfolg war es nach eigenen Angaben nicht. Also das hat mit Mainz 05 relativ wenig zu tun gehabt. Wir hatten da natürlich... Hat es uns geholfen, das ist ja gar keine Frage. Also wir wären ja sonst nie in Metzgereien reingekommen zum Beispiel. Ja? Also das war... Eigentlich war es ja so, dass ich alle auftreten wollte, ja? Aber mit denen Schwachkepp, was willst du machen? Ich habe halt gesagt, das geht halt mit. Wieso kann ein Schwein sprechen? Seit wann sprechen Schweine? Ich habe noch nie ein Schwein sprechen gehört. Nein, das ist ja der Unterschied, weil wir einfach sprechen können. Also das ist einfach so, wir hätten sowieso weitergemacht. Also es hat sich eigentlich nie irgendjemand für uns interessiert. Und das hat uns halt gereizt, weißt du? Weil wir gesagt haben, wenn wir den Leuten richtig auf den Sack gehen und dann kommt irgendwann der Punkt, wo die sagen, also wir würden gerne mal Schwein sehen. Und deshalb haben wir das gemacht. Also wir haben früher für die Metzger-Innung gespielt. Und ich hatte auch mal eine Kolumne in der Wurst und Steak. Hatte ich mal... Der Wurst und Steak. Ich hatte die abonniert. Das war 100 Gramm Gesichtswurst. Ja, genau. Es brach das Wein. So. Was aus mir war, wird es eh Wurst. Ja, genau. Also erstmal ist das nicht Wein, sondern Schwein, du Vollhonk. Hast du gesagt? Nein, du hast Wein gesagt, du Idiot. Du nuschelst alles weg. Ja. Ich glaube, du verstehst einfach nur nichts mehr. Nein, du nuschelst wie die Sau. Dein Inner-Ear stimmt einfach nicht. Mein Inner-Ear, ja, du kannst... 25... Nach dem Auftritt am Samstagabend auf der Antenne Mainz Bühne gab es das Feuerwerk und die Lasershow über dem Rhein. Für The Bump Sharks gab es noch ein weiteres Highlight an dem Abend. Das Interview. Das für mich ist das Highlight das Interview, weil sich sonst keine Sau für uns interessiert. Also ich finde das total schön, dass wir einfach mal... Das ist cool. Das rote Licht ist cool. Ja, also Laser. Ja, das ist so ein bisschen wie... Also das rote Licht, das kennen wir früher, weil wir waren früher sehr oft auch im Bordell und im Rotlichtmilieu. Und also für uns ist es halt dieses Interview. Absolut. Halte mal, wenn ich rede. Hallo? Ich war früher nicht da, wo rote Lichter waren. Was obwohl, ich stand früher auf den Ampeln, da war es auch rot. Na, was? Ich bin Schwein. Danke für die Info. Nein, also ernst beiseite. Unser Konzert war so wie immer. Also wir waren richtig schlecht und die Leute haben sich gemerkt. Und das Feuerwerk war großartig. Habt ihr das Feuerwerk eigentlich in der Pisse? Ja. Hallo? Ey, war Weltklasse. Das Feuerwerk war wirklich total geil. Und es war für uns ein schöner Abend und wir haben wirklich gemerkt, dass die Mainzer uns echt noch sehen wollen und das fand ich geil. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass die Mainzer
uns noch sehen wollen. Und das ist auch am wichtigsten, weil ganz im Ernst, es geht eigentlich nur um mich. Der Rest ist mir doch scheißegal. Ich kann mich doch am Arsch lecken, verstehst du? Es geht doch wirklich nur um mich. Ja? Es ist mir wirklich total wichtig. Es geht ja nur um mich. Also ich will beruflich vorankommen. Und das, ich benutze sie ja nur. Ich benutze sie. Ja. Ja, hat sie nicht mehr alle.